Ach, ist das nicht friedlich hier. Vor allem mit der Musik, die überhaupt nicht so klingt, als würde gleich irgendetwas ganz furchtbar schief gehen. So ein bisschen jedenfalls. Ich hoffe jedenfalls mal nicht, dass das der Fall ist. Hier ist überall immer nur so ein Pizzles-Gedöns mit den Rohstoffen. Immer nur so ein bisschen von allem, aber nicht so wirklich viel an einer Stelle. Das gefällt mir gerade eher weniger. Ich werde aber da oben die Stelle nutzen, um noch eine Goldmine zu platzieren. Einfach weil ich es kann und weil ich es gerade habe. Na, so wirklich habe ich es nicht, aber egal. Hier ist auch noch ein bisschen Kohle, deswegen nehme ich die auch mal mit. Der nimmt ja immer in so einem Umkreis hier noch alles mit. Ist die Werkzeugschmiede immer noch nicht fertig? Doch, ist sie. Aber wahrscheinlich gerade ist fertig geworden. Da wird jetzt gleich einer mit dem Hammer kommen, hoffe ich. Sonst habe ich ein kleines Problem. Dann muss ich nämlich die Waffenschmiede nochmal abreißen. Wenn ich mir einen Schmied irgendwie zurechtbasteln müsste. Ich warte erstmal auf die Meldung, falls sie denn kommt. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, irgendwo ist hier noch einer mit dem Hammer rumgelaufen eben. Sonst habe ich wirklich ein Problem. Aber schön, die haben hier alles schon zusammengeräumt. Ich glaube, da ist ein Hammer drin, ne? Ja. Wahrscheinlich musste der erst ganz nach rechts laufen und kommt jetzt erst an mit seinem Hammer. Ich nenne ihn Thor. Da ist er. Ne, das ist ein Bauarbeiter. Ach, Geduld. Einfach ein bisschen Geduld haben. Gleich ist das durch magische Art besetzt. Bestimmt. Hoffentlich. Ja, ist sie. Okay. Oder war sie eben schon besetzt? Ich habe die Fahne nicht gesehen, oder? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir hier gerade eh keine Kohle und kein Eisen und so. Aber die... Der Weizenmann, das ist der hier, der ist schon kräftig am Ernten. Was natürlich hervorragend ist. Sowohl für meine Schweinefarm als auch für meine Bäckerei. Meine Mühle und so. Die hier unten ist. Aber die ernten auch schon. Okay. Ich habe da oben eher gehofft, dass der Weizen dann direkt zur Schweinefarm gebracht wird. Ich hoffe mal, das machen die da noch eher von da oben. Damit die Laufwege nicht zu lang sind. Aber da weiß ich nicht, inwiefern der Computer da mitdenkt oder das einplant. Wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich macht er das einfach gar nicht. Okay, der pflanzt hier schön Zeug ein, das ist gut. Ich glaube tatsächlich, dass hier dieser Boden perfekt geeignet ist für Wein, einfach weil er so uneben ist und man hier überall Wein pflanzen kann, theoretisch. Was natürlich besser wäre, wäre generell so ein Hang einfach. Ah, davon gibt es halt nicht überall welche. Weil da gibt es noch einen. Ha. Und die Online-Meldung müsst ihr jetzt leider ertragen. Die kann ich nicht so einfach rausschneiden. Wenn ich den ganzen Bildschirm aufnehme jedenfalls. Und das wollte ich hier eigentlich gerade gar nicht. Aber wenn die hier eh schon vor dem Ding stehen, dann können die den auch einnehmen. So, Dankeschön. Und jetzt bitte wieder zurück. Warum müssen die immer hier so aggressiv sein? Ich weiß es nicht. Oh. Schneidet den mal den Weg ab. Und den da unten auch. Ist ganz praktisch hier eigentlich mit dieser Enge. Kann man sich gut hinstellen und einfach warten, bis die hier durchlaufen. Außerdem müssen die jetzt eh mal hier auf mein Land, was eine großartige Sache ist. Tatsächlich. Das sollte uns einiges leichter machen. Das ist ganz gut, dass ich jetzt am Anfang aggressiver war. Es kommt ja hier mit Soldaten hoch, die schon alle aufgelevelt sind. Das macht allerdings nicht wirklich viel, glaube ich. Ich werde hier auch mal ein paar rausziehen und nach oben schicken. Einfach, um da das Land noch einzunehmen. Und falls er hochrennt... Wow, die Tempel sind quasi schon fertig, ne? Also fehlt echt nicht mehr viel. Das ist Wahnsinn. Und das nur, weil ich so viele Rohstoffe habe oder so Baugedöns. Sogar das Haus hier wird ordentlich schnell fertig. Krass. Es fehlt eigentlich nur noch, dass die Minen irgendwie mal produktiv werden. Aber der hier bekommt, also die Kohlemine läuft an, das ist gut. 92%, das läuft auch ganz hervorragend.
Mal schauen jetzt, dass jetzt nicht zu viel Kohle dafür drauf geht, dass... Okay, der greift da oben nur an. Schon gedacht, dass es wieder irgendwie falsch läuft hier, aber das sieht ganz gut aus so. Na, ich schicke da hinten noch ein paar rüber. Um den da abzufangen. Ich mag es nicht, wenn er über mein Land läuft. Ich würde gerne mal wissen, was der hier oben noch alles hat. Vielleicht kann ich hier auch noch ein bisschen was aufbauen auf dem Land von dem. Können wir mal schauen. Ich hoffe mal nicht, dass er jetzt hier nach oben kommt. Das wäre eher unschön tatsächlich. Ich weiß noch nicht, ob ich das gesamte Land jetzt überhaupt einnehmen kann. Aber ich glaube, ich sollte einigermaßen schnell gleich Soldaten bekommen. Lassen wir die hier oben mal ein bisschen Action machen. Bis ich hier mit dem ganzen Zeug irgendwie fertig bin. Wir sollen mal echt Hinne machen. Jetzt hier habe ich genügend Weizen und genug... Okay. Also Eisen sollte einigermaßen gut fließen gleich, hoffe ich. Auf jeden Fall drei Fleischstücke hier liegen. Teilen die das so gleichmäßig auf die Minen oder nicht? Ich hoffe es mal. Noch ein Schwein. Ich weiß auch nicht, ob ich da vielleicht noch mehr Rohstoffproduktion hinbauen sollte. Keine Ahnung. Da gleich einfach mal austesten, wie das funktioniert. Wahrscheinlich brauche ich sowieso noch mehr Weizenfarmen wieder. Ah, die Werkzeugschmiede hat immer noch nicht wirklich was bekommen. Da liegt ein Eisen rum, aber Kohle... Ah doch, hat sie. Okay, das heißt, die Sense sollte gebaut sein und... beziehungsweise geschmiedet wohl eher. Und derjenige sollte sich gleich an die Arbeit machen. Denke ich mal. Kümmert sich schon um den nächsten Turm. Hier ist echt verdammt viel Land von dem noch, ne? Das ist Wahnsinn. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass das hier so weit hoch geht. Aber ich habe so das dumpfe Gefühl, dass er dadurch tatsächlich so viel von seiner Infrastruktur hier oben direkt verloren hat, dass der entweder keine Soldaten oder wenig Soldaten jetzt noch herstellen kann. Oder ausbilden. Wie auch immer man das nennen möchte. Hier fehlt die Sense, das glaube ich nicht. Denn ich habe eben eine Sense gemacht. Beziehungsweise ich... Oder habe ich die tatsächlich gar nicht in Auftrag gegeben? Vielleicht war das auch ein Irrtum. Ich mache besser mal noch eine. In dem Moment nahm er das Gebäude... Nee. Ich übersehe die Fahne dieses Mal auch nicht. Habe ich extra geguckt? Ja. Oh, der Turm ist schon eingenommen. Das ist auch nicht verkehrt. Ein Forsthaus bauen. Jetzt läuft er da schon wieder über mein Land. Meine Güte, ist der gierig. Beziehungsweise dumm. Ja, nehmt einfach hier oben alles ein. Ich hätte gerne das Land. Dankeschön. Jetzt gehen wir noch nach da oben. Dann sehen wir hier schon, wie das Land sich so leicht verbindet. Ich glaube, den können wir sogar hier mit einem kleinen kaputt hauen. Einfach weil der über unser Land läuft und weil er uns nicht angreift, sondern einfach durchläuft. Allerdings hätte ich gern meine Leute eigentlich alle ein bisschen näher dran, falls er tatsächlich mal angreifen sollte, bei mir. Muss ich gleich mal schauen, dass ich die besser organisiert bekomme. Momentan geht's ja aber. Und außerdem brauche ich mehr Wohnhäuser. Da kann ich mal da eins hinbauen. Da oben immer noch ein Turm. Die haben den besiegt. Okay, dann nehme ich das jetzt da von unten aus ein. Du lässt das mal schön sein. Ihr werdet beschossen. Das heißt, mein Level 3er ist gleich tot. Das ist blöd. Na egal. Nehmt das Gebäude ein. Die laufen in ihr Land rein. Da oben ist der letzte Turm von ihm. Und ich schicke weitere Bogenschützen darüber. Denn so langsam sollte unsere Produktion so gut anlaufen, dass wir hier alles zusammenbekommen. Schön. Das Forsthaus hier oben kommt so langsam ein bisschen ins Schwanken. Das liegt ganz einfach auch daran, dass ich hier nur eins habe und eigentlich zwei bräuchte. Deswegen mache ich da mal noch ein zweites hin.
Wir haben mittlerweile auch schon 54% Kampfkraft. Das ist auch gut. Läuft doch. Schickt, glaube ich, alles, was er hat, jetzt hier so immer leicht durch. Einfach nur, weil er denkt, dass er damit vielleicht noch ein bisschen reißen kann, wenigstens. Nein, Bogenschütze. Lass mich in Ruhe. Mach den Bogenschützen platt. Sehr schön. Und direkt, wenn er gleich platt ist, ja, ist das unser Land und wir machen ihn platt hier. Ja, er wird ihn wahrscheinlich trotzdem noch plätten, weil es ein Level 3er ist. Das macht aber gar nichts. Machen wir halt mit dem, den anderen das dann noch fertig. Und er hier wird auch keine Chance haben. Boah, der kommt sogar jetzt mit dem Priester hoch. Und mit dem Bogenschützen. Krass. Das könnte tatsächlich irgendwann mal ein Problem werden. Ich brauche hier oben dringend Bogenschützen auf meinem Land. Dass immer, wenn er hier drüber läuft, einfach abgeschossen wird. Aber die Bogenschützen vermehren sich langsam. Und ich habe jetzt hier fast alles ersetzt. Besetzt. Ich besetze nicht, ich ersetze. Fast. Hier habe ich noch einen Turm. Hm? Höre ich. Oh Gott, da ist eine Burg. Okay, Rückzug. Um den Turm möchte ich mich, beziehungsweise um die Burg möchte ich mich tatsächlich gar nicht kümmern. Da, ja. Werdet ihr wohl gehen? Da weiß ich nämlich jetzt schon, dass ich da unterlegen bin. Deswegen lasse ich mich da gar nicht drauf ein. Und die da oben hätte ich auch zurückziehen sollen. Ja, es war nicht besonders klug. Aber alles egal. Ich möchte einfach nur, dass ihr gerne jetzt hier zurückkommt. Und ich gleich alle, die irgendwie über mein Land laufen, abfangen kann. Durch Bogenschützen. Ich brauche dringend deutlich mehr Soldaten. Nein! Lass das doch. Jetzt muss ich mich da die ganze Zeit um die Leute kümmern, dass die nicht falsch rumlaufen. Okay, einmal da. Dann nehme ich da noch eine Mine hin. Eine Goldmine passt da hervorragend hin. Kann ich da noch eine hinbauen? Nee, da möchte ich keine mehr. Da bin ich wählerisch. Aber eine Eisenmine passt da noch gut hin. Okay, wunderbar. Das bedeutet aber auch, dass ich hier unten gerne jetzt noch eine Eisenschmelze haben möchte. Beziehungsweise die können wir dahin bauen. Und eine Waffenschmiede. Ja, bauen wir die neben die andere da unten noch hin. Okay. Ihr lauft natürlich durch das Land durch und seid alle tot. Eine Sekunde mal nicht aufpassen, ne? Das ist so nervig. Ich brauche dringend die Bogenschützen. Ganz dringend. Einfach nur, damit die hier die Türme und so besetzen. Das ist der einzige Grund. Und ich mich nicht mehr darum kümmern muss, die alle einzeln Platz zu machen. Wenn die sich da oben sammeln, dann habe ich später ein Problem. Hm. Ach ja. Aber ich habe keine freien Siedler mehr? Doch, habe ich. Brauchen einfach nur länger, um hier jetzt auto-rekrutiert zu werden. Oder ich kriege zu schnell Waffen, als dass sie da schnell genug begreifen und direkt hinrennen. Ah, da müssen wir einfach nur mal kurz abwarten. Dass wir die gleich alle hier runterschicken. Der will bestimmt auch noch... Nee, aber der hier will bestimmt noch Soldat werden. Na, willst du? Willst du? Will? Er will nicht. Er will nicht. Was eine Schande. Aber hier laufen immer mehr Soldaten hoch. Das ist... blöd. Ja, das gefällt mir gar nicht. Aber dafür haben wir jetzt die Bogenschützen hier. Und ich glaube, wenn wir hier alles besetzt haben, dann kriegt er da keinen einzigen Soldaten mehr hoch. Oder nur so schwer angeschlagen, dass es ihm einfach gar nichts bringt. Also alles in Butter. Vielleicht. Hm, ich mag Butter.
Was? Habe ich jetzt hier schon 40%? Okay. Schauen wir mal hier nach. 1, 1, 1 nur. Okay. Ja, die machen gar nicht mehr so viel, wie ich dachte. Na schön. Ja, wahrscheinlich ist es doch sinnvoller, die alle hier so einen Hang zu bauen, so wie der da gerade am Hang steht. Ja, es wäre schon sinnvoller, ja. Na, was soll's. Den hier kann ich noch wunderschön hier platzieren. Kann ich hier noch einen hinbauen? Nee. Aber ich kann hier noch einen hinbauen und den dahin machen. Ich glaube, das geht. Na, sollte hier um den Stein rumbauen. So ein bisschen. Jedenfalls. Dann bekomme ich auch einigermaßen viel Wein. Ich denke auch, dass die gerade sowieso erst anlaufen und wir gleich genügend Produktion haben. Weil ein so ein Weingut kann ich noch bauen. Am besten hier hin. Nochmal hier für den Berg. Und dann mache ich noch einen weiteren kleinen Tempel. So. Für hier unten können wir mal schauen, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr in die Nahrungsproduktion gehen. Mal hier noch eine Weizenfarm hin. Getreidefarm, wie auch immer. Zwei Mühlen. Ich habe zwei Bäckereien, ne? Ja, gut, dann. Mir ist jetzt gerade auch so ziemlich egal, ob das alles effizient hier ist oder nicht. Und ich das richtige Verhältnis von allem baue. Also in Bezug auf Bäckerei und bla bla bla. Bla 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 bla. Bla bla bla, Mr. Freeman. Na, ich will ja einfach jetzt durch. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Ich glaube nicht, dass die Mission jetzt zu irgendeinem Problem werden würde. Ich glaube einfach nur, dass es eine zeitliche Frage ist. Und das, was der Gegner hier oben tut, gerade einfach nur nervig ist. Deswegen versuche ich jetzt so schnell wie möglich hier mal die Wirtschaft ans Laufen zu bekommen. Dass alles möglichst schnell geht, anstatt nur effizient oder von den Produktionswegen her gut gestaltet. Das muss es jetzt einfach auch nicht sein. Da kann noch ein Lager hin. Das brauchen wir bestimmt später auch noch für Gold. Ich glaube, ich hatte hier unten noch ein Wohnhaus in Auftrag gegeben. Ja. Da sind sie auch fleißig dran, das ist schön. Ich brauche eine Spitzhacke. Dann will ich jetzt erstmal die Bogenschützen aufwerten. Ich werde angegriffen da unten. Der Turm ist gefallen. Das macht mir allerdings gerade herzlich wenig. Hier habe ich keine Bogenschützen hinzugefügt. Warum habe ich das nicht getan? Ich weiß es nicht. Ich hätte gerne, solange hier irgendwie Gegner rumstreunen, auch überall Besetzung. Einfach damit ich die Gegner nerven kann, wenn die hier schon durch mein Land laufen. Bah. Bah, I say. Bah. Ah, das sieht einigermaßen gut aus. Ich würde theoretisch auch vorspulen, wenn der Gegner da nicht in so gefährlicher Nähe wäre und ich nicht weiß, was er in jedem Moment tun könnte. Und ich habe ehrlich gesagt jetzt auch keine Lust, dass wir in der nächsten Sekunde alles verloren haben oder viel verloren haben. Das wäre einfach blöd. Ich baue hier oben mal noch eine Schweinefarm hin. Passt mir da gerade ganz gut. Vielleicht auch noch eine Getreidefarm, ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung, die Laufwege sind beschissen lang. Aber passt schon. Ich kann hier hinten mal noch einen großen Tempel hinbauen. Dann haben wir den auch nochmal gesehen. Und vielleicht sogar mal mit Zaubern hantieren von den Priestern. Das wäre ja mal was. Habe ich hier... Da passt echt keine Goldmine mehr hin. Ja, ist echt ein Trauerspiel. Also hier... Da ist so viel Gold... Aber egal, dann mache ich da halt noch eine Kohlemine hin. Und ich hätte gerne, dass ihr dreimal noch da nach Ressourcen sucht. Vielleicht kann ich da noch eine Eisenmine hinbauen. Dann baue ich noch eine Eisenschmelze dazu. Andererseits habe ich hier gerade eine ganz gute Ausschöpfung tatsächlich. Und eigentlich zu viel rumliegen, als das... Ja, die Eisenschmelzen sind voll besetzt. Das ist schön. Dann kann ich da eigentlich auch noch eine von bauen. Kann ich die hier noch irgendwo dazwischen bauen? Weiß nicht, inwiefern das hier... Ich glaube nicht, dass das irgendwie das Weingut kaputt macht. Hoffe ich jedenfalls. Und dann machen wir hier oben auch noch eine weitere Waffenschmiede hin. Passt hier noch eine hin? Da? Nee.
Dann baue ich die dahin. Irgendwie gefällt mir die Position der Kaserne da oben gerade so gar nicht mehr. Deswegen baue ich hier unten mal eine neue. Hier. Damit ich die besser sammeln kann.